Nein. Nee, gar nicht mein Ding. Überhaupt nicht mein Ding. Ich bin da sehr, sehr nicht so freizügig. Man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran. Es ist nie angenehm. Du gehst nicht ans Set und denkst, ja, yeah, juhu, Nacktszene heute. Es ist immer eine Herausforderung und du stellst ja eine Intimität dar, die nicht von Natur aus vorhanden ist. Und das ist immer schwierig. Aber es gehört zu der Arbeit dazu und da muss man durch. Man muss zusehen, dass man so einen Schalter findet und einfach sich ausschaltet und nur auf die technischen Sachen konzentriert. Google mich einfach nicht selber. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Dadurch, dass ich die Rolle angenommen habe, gehört das auch dazu. Also darf ich mich nicht von runterziehen lassen. Mittlerweile akzeptiere ich den Teil von Russland, den ich mitgenommen habe. Und ich entdecke auch immer mehr die russische Seele in mir sozusagen, die ganz viel mit einer Sehnsucht zu tun hat und einem Hang zum Klassischen. Also ich liebe zum Beispiel, also klassische Literatur ist, vergötter ich und wird, glaube ich, immer ein großer Teil von mir sein. Und die Emotionalität, also eine gewisse Melancholie, die immer dabei ist und eine Traurigkeit, die man immer sehr leicht hervorholen kann, obwohl ich eigentlich ein sehr großer Optimist bin, generell. Dostojewski. Dostojewski. Ich liebe Dostojewski. Ich vergötter Dostojewski. Dostojewski, Tschechow, Tolstoi. Das ist, glaube ich, was man in der Kindheit mitgekriegt hat an Essen, bleibt, glaube ich, fürs ganze Leben. Ich liebe Pelmeni, ich liebe Borscht, ich liebe alles, was russisch ist. Also an Essen. Ich bin sehr positiv überrascht, wie viele Veränderungen er jetzt wirklich in Angriff nimmt. Also ich habe letztens erst gehört, dass er sich zur Homosexualität geäußert hat, im positiven Sinne. Und das finde ich sehr wichtig. Ich glaube, es ist Zeit für eine Veränderung in der Küche, so wie sie heutzutage ist.